Hallo und willkommen zur nächsten Folge von unserem Containerterminal. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, was soll ich sagen? Gab jetzt die ganze Woche über nicht so viele Videos. Am Anfang der Woche die Containerterminal-Folge, dann so ein bisschen Gameplay. Und ja, die Woche war ein bisschen voll. Und deswegen erst heute wieder ein neues Video. Verzeiht es mir bitte, ich hatte das ja schon gesagt, dass das jetzt ein wenig weniger Zeit wird zum Basteln. Ja, ihr seht schon, es ist trotzdem hier einiges entstanden. Wir haben hier unsere Zugverladung vollgehauen mit Containern. Das sieht ja schon mal recht ordentlich aus. Was ich hier vorne reinsetzen will, das weiß ich noch nicht, ob ich das freilasse oder ich hier noch so zwischen den Krähen irgendwie ein paar Häuschen baue. Das weiß ich so. Die haben wir ja eigentlich hier schon. Aber da könnten wir, ja, vielleicht noch hier so Steuerungsgebäude oder irgendwas, Stromkästen, Sicherungsgebäude, irgendwie sowas bauen wir hier noch rein. Joa, dann hatte ich hier Gleiszäune hingezogen und hier so ein paar Industriegebäude reingebaut. Ich fand, die passten hier ganz gut rein. So eine kleine Kurve bauen, vielleicht sieht man das, aber ja, ist jetzt nicht so tragisch. Dann habe ich hier, was mir persönlich sehr gut gefällt, die Stützwände reingebaut. Das hat sich hier gut gefügt. Konnte ich auch freibauen, also ohne, dass es ansnappt ans Gleis. Die hier so einfach gedreht, 40 Meter eingestellt und die dann hier so reingesetzt. Und das ist wirklich, ja, perfekt von der Höhe hier, wenn man sich das anguckt. Geil, sieht gut aus. Besser als diese Wand. Aber hier werde ich das lassen, weil es hier hoch und runter geht und hier auch. Deswegen nur hier und auf die andere Seite, ja, wenn wir dann hier ein bisschen Industrie oder Stadt hinbauen, dann werde ich das hier auch noch machen. Aber ja, das sieht doch knorke aus. Ja, fangen wir erstmal hier an. Hier hatte ich auch noch so ein kleines Stellwerk. Habe hier so ein bisschen ein paar Assets gesetzt. Hier so drei Leute hin, die gerade ein bisschen Päuschen machen. Müllcontainer, Autos davor. Hier noch ein bisschen ja, Hänger abgestellt. Warum nicht? Hier auch noch ein kleines Gebäude mit Autos davor, Schüttcontainer. Und hier habe ich einen kleinen Unfall nachgestellt. Da hat der LKW, ja, das Auto, was ausgeparkt hat, ein wenig zur Seite geschoben. Schade, dass es keine Feuerwehr-Personen-Assets gibt. Ein bisschen schade. Für die Polizei hatte ich jetzt die hier genommen, der da am Polizeiauto steht und hier vorne sich mit den beiden Leuten unterhält. Ja, könnte man als Polizei durchgehen lassen und hier halt noch der Fahrer da am Führerhaus. Ja, so ein kleines Gimmick, hier noch so ein paar Liefersäulen rein, Bäume. Boah, sieht doch schon ganz schick aus, wie ich finde. Ja, was ich mit euch jetzt machen wollte, ich weiß es gar nicht genau. Was heißt, ich weiß es nicht genau, natürlich weiß ich es. Auf der einen Seite würde ich das hier gerne noch ein bisschen ausschmücken. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal gerne hier schon mal die Züge reinfahren lassen. Ja, ich würde sagen, lassen wir doch die Züge hier mal reinfahren. So, gucken wir mal nach der Linie. Okay. Die Linie lassen wir mal Linie sein. Die löschen wir mal. Brauchen wir nicht mehr. Machen wir die mal neu. Und zwar ziehen wir uns mal eine Behelfslinie raus. Ist immer ganz gut. Kann ich euch auch mal zeigen, wie ich das immer so mache. Wenn ich die Gleise fülle, dann mache ich hier einfach eine Spitzkehre hin. Machen wir dasselbe. So, einfach hier raus. Das wird dann später wieder abgerissen. Damit wir jetzt hier von hier. Und dann müssen wir gucken, wo wir die Spitzkern haben. Dann wollen wir natürlich hier lang. Und dann fahren wir einfach hier hin. Und das müsste jetzt, ja, klappt. Perfekt. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich den Zug gemacht hatte. Gucken einfach nochmal per Bahnhof. 220 war, glaube ich, zu lang, ne?
20. Jetzt bin ich das nochmal richtig. So. 300. So. Da haben wir hier unsere Depots. Ja, hier das Gleis hatte ich auch noch dran gelegt, neben dem Betriebswerk. Das dann hier als Weiche rüberführt und da vorne rein. Muss ich nur gucken, komme ich da rüber? Wir wollen hier rein. Nö, dann muss ich von hier kommen. Das hier brauchen wir. So. Züge kaufen lädt immer so ein bisschen, weil wie gesagt, diese ganzen Mods, das ist enorm. So, da haben wir es aber. Diesel. Dann nehmen wir doch die rote. Kurz und knapp. Die Waggons, genau. Da würde ich sagen, nehmen wir doch einen Maersk-Zug vielleicht. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir ein paar leere, die schon abgeladen sind. Nochmal Maersk. Hinten hauen wir dann so einen dran. Der dran. Der ist dran. Und dann noch ein paar kleinere. Maersk, DRL. Das Blöde ist bei denen hier, das Ferrymaster. Also P&O haben wir, aber hier China Shipping, Costco, ja, was ist das? Das kann ich nicht lesen. Ja, da sind halt ein paar dabei, die wir ja nicht zum Setzen haben und das sieht dann irgendwie ein bisschen doof aus. Aber hier haben wir Ferry Master oder nehmen wir Hanjin. 1, 2. Und dann nochmal den. So, genau. Und auf geht's. Schön, schön, schön. Genau, sehr schön. Unser Zug ist gedreht, sehe ich gerade. Hat sich auch von selber gedreht. Der ist zu lang. Oh nein, der ist zu lang. Der ist zu lang. Machen wir so. Komm schon, ist egal, steht halt direkt da. Ja, der ist zu lang. Das ist natürlich doof. Drehen ins Depot. Mal einen wegmachen. Und hier unser Zug hat sich gedreht. Dann drehen wir mal wieder zurück. Hier müssen wir einen abhängen. Dann würde ich sagen, hängen wir einen Maersk ab. Machen wir den einfach weg. 278, können wir mal gucken, ob diese Hanjin-Wagen vielleicht etwas kürzer sind. Wie lange ist er jetzt? Na, ist zu lang. Ist leider zu lang. Dann nehmen wir halt 278. Ist halt so. Schöne, schöne Lok auch hier. 291. Richtig, richtig schön. Also an Rangierloks haben wir jetzt echt eine Menge. Wenn ich das so sehe, Züge, die 280 Meter lang sind, das ist halt, obwohl das schon sehr lang aussieht, ist das dann doch etwas kurz geworden, wie ich finde. So.
Jetzt haben wir hier zwei Zügel schon mal drin. Und das Ganze wollen wir natürlich auch noch auf der anderen Seite. Deswegen machen wir hier, zack, das weg. So. Jo, das ist ja schon perfekt hier. Jo. Perfekt, aber wir wollten auf der Hinfahrt hier durch, nicht auf der Rückfahrt. Wir haben noch keine Signale. Fällt mir gerade noch so auf. So. Auch nicht schlecht. So. Wie gesagt, Hinfahrt hier durch. So. Genau. Und der nächste Zug wird jetzt auf die Reise gehen. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir die 295er vielleicht oder die 96er? Oh, so viel Auswahl. Und wir nehmen mal die 95er. So, Güter. Vielleicht auch mal einen fast leeren Zug dahin bauen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Nehmen wir mal den. Was haben wir noch? Samskip. Hier 1, 2, den Hanjin. Hapag-Lloyd. Hamburg Süd 222. Hamburg Süd. Maersk. Leeren. Und schicken ihn mal los. Ich finde das immer sehr schön, wie das aussieht, wenn die Waggons schon fast leer sind, nur noch einer von zweien drauf oder vorne einer, hinten einer, so wie hier oder hier behandeln. Gefällt mir immer recht gut. Oder hier sieht dann irgendwie so, ja, weiß nicht, mir gefällt das gut. Setzen wir uns nochmal rein und fahren hier mit rein. Sehr geil. Und wir stoppen das Ganze. Drehen das Ganze. So. So. Damit hätten wir den zweiten, den dritten Zug dann auch. Rufen uns die Linie wieder auf. Und das ist, falls ihr das noch nie irgendwie so gemacht habt, das halt durch die Signale kann man das dann bei den Fake-Linien halt steuern. So. Jetzt fahren wir auf das nächste Gleis. Und so mache ich das dann bei den Richtungsgleisen hier auch. Über die Signale steuert man dann halt. Nehmen wir mal den 96er, wo die ganzen dann hinfahren, die Zügleins. So, nehmen wir Hanjin, Hanjin. Ferrymaster. Machen wir in die Mitte aber die lang. Auch nochmal Hanjin. DHL. Hapag-Lloyd und Ferrymaster zusammen.
Merskung, Fairy Master. Fairy Master und Hanjin. Und vielleicht noch die. Zweimal hinten dran. So. Und auf ein neues. 96er nochmal angucken. Ja, auch wunderbar. Sehr, sehr geil. Leute, ich kann das nur mal wieder sagen. Wir haben jetzt hier einen Bruchteil. Aber das sieht schon so toll aus. Und wenn hier wirklich noch, hier, wir haben eine riesen Freifläche. Wird jetzt kein Containerterminal mehr hingehen. Hier unseren ganzen Bereich hier fertig haben mit Industrie. Boah, das wird richtig, richtig cool, glaube ich. Auch einmal drehen. Das Depot. So. Damit hätten wir jetzt unsere ersten vier Züge. Ihr kennt mich. Einmal zoomen bitte. Ja, machen wir mal 55 mm. Ja, ach, herrlich. Herrlich. Wenn ich das echt so angucke, hart aus. Das macht schon Laune. Das ist so der erste Bereich, den wir jetzt richtig fertig haben. Klar wird das noch ein bisschen ausgeschmückt, aber wenn ich mir das so angucke, ich meine, schaut euch das an, das gefällt mir richtig gut. Hier auf dem, da sind ja noch hier das eine Gleis und hier das mittlere. Da fahren ja dann die Züge auch noch durch. Ich werde das dann so einstellen. Man kann das ja hier bei den Linien einstellen an den Haltestellen. Hier, zack. Da kann man einmal laden, wenn vorhanden. Vollladen einer Fracht, vollladen jeder Fracht und nur entladen. Und wenn man da vollladen jeder Fracht drückt, dann hält er da wirklich, ich kann jetzt keine Zeit im Spiel nennen, aber bestimmt, wenn man auf normaler Geschwindigkeit spielt, 2, 3 Minuten bleibt er dann da stehen. Und das ist dann wirklich geil. Ja. Wie gesagt, hier gibt es dann noch einen Parkplatz für die Mitarbeiter. Oder vielleicht auch hier. Hier vielleicht. Ich will mal kurz gucken. Wie viel Platz die Boah, das könnte man vielleicht auch hier hinbauen. In dem Bereich. Und hier einen Mitarbeiterparkplatz oder halt hier. Ich würde eher tendieren hier. Und hier, ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich hierhin baue. Ob ich das nicht einfach auch mit, voll mit Containern mache, ich bin mir nicht so sicher. Mal ein paar Bilder angucken in der bei Google. Und ja, bin mir noch nicht ganz sicher, was man da so hinbauen könnte. Ja, so, wir machen gemeinsam mal einen Screenshot für unser Video. Da machen wir das so. Boah, das ist doch einfach. Aber wenn ich so ein bisschen, manchmal wie so ein kleines Kind, was kurz vor Weihnachten ist, seine Geschenke bekommt, einfach, aber das. Ah, wenn man da wirklich diese ganzen Container setzt und das ausschmückt und so, das ist schon, ja, man fühlt sich, man ist dann einfach stolz. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch selber, man ist stolz. Und das ist ja noch lange nicht fertig hier und so wie das jetzt schon aussieht, das macht mich einfach, ja, ein bisschen stolz. Ich frage mich dann immer, wie der gute Hans Dampf sich fühlt auf seiner Münchenkarte. Der muss ja vor Stolz schon fast platzen. Das ist. Und er redet da immer so, ja, hoffe, das ist okay so und verzeiht's mir. Und ich denke dann immer, Junge, Alter, guck mal, was du da gerade gebaut hast. Das ist der Oberwahnsinn. Ja, und habe ihm da auch schon oft unter die Videos geschrieben, sei mal nicht so bescheiden. Ja, das dazu, falls ihr Hans Dampf nicht kennt. Gebt's mal bei Google ein und guckt euch mal ein paar Videos von ihm an. Wahnsinn. Aber ich glaube, ihr kennt ihn alle. Ja. Wir machen zusammen einen Screenshot für unser Video-Thumbnail.
Ich würde sagen, hier unten das Grün machen wir mal weg. So, zoomen noch einmal ran. So, glaube ich, passt das. Nee. Man sieht hier die Züge gar nicht. Deswegen machen wir das doch so. So. Nee, von hier sieht's doch besser aus. So. Zack. Ich bin mir unsicher. Ich probiere hier noch ein bisschen rum. Ihr seht ja dann, was es dann geworden ist. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, falls ihr das Video jetzt am Wochenende schaut. Und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao.